Die warmen Gewitter am Freitagabend sorgten in der Region Zwickau und Umgebung wieder für Aufregung. Die Feuerwehr musste in mehreren Orten ausrücken. In Lichtentanne an der Kohlenstraße überflutete das Wasser den dortigen Bahnübergang und die Straße. Von einem Feld wurde durch das Wasser Erde auf die Straße geschwemmt. Ein Fahrzeugführer wurde durch Wasser und Schlamm in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Er wurde durch die Feuerwehr unverletzt aus seinem Fahrzeug gerettet. Das Auto konnte allerdings nicht gleich geborgen werden. An einer anderen Stelle ein ähnliches Bild. Wassermassen ergossen sich auch über diesen Bahnübergang. Insgesamt hatte es 150 Tonnen Schotter weggespült. Die Bahnstrecke und Straße wurde sofort gesperrt und müssen erst wieder instand gesetzt werden.